Hallihallo ihr Lieben, hier ist die Abby. Ja, wir machen heute mal wieder mit der Story-Quest weiter. Und ich stehe auch schon hier bei allen dreien. Ja. Und ich würde sagen, wir starten hier direkt mal. Und zwar müssen wir mit Lisa sprechen. Genau, so, okay. Danke für die Hilfe, Abigail. Ich habe Alex erzählt, was wir heute erreicht haben. Danke dir und Linda konnte das seltsame Wunsch des Baumes der Inne... Der Ewigkeit erfüllt werden. Oh Mensch, sorry. Ohne euch hätte das nicht geklappt. Es ist eine Erleichterung, euch zu haben und nicht mehr in der Schuld des Baumes der Ewigkeit zu stehen. Ihr seid alle wahre Freunde. Es ist schön, wieder bei euch zu sein. Oh, ist das schön. Sprich mit Lisa. So, ich werde mal ganz kurz die Musik hier ein kleines bisschen leiser stellen. So, okay. Ich finde das immer noch schön, dass es hier schneit. So, dann ist das Abenteuer jetzt beendet. Ich bin gespannt, was als nächstes passiert. Weder Alex noch Linda oder einer der anderen Beobachtungsmeister hat eine besondere Aktivität auf Seiten von Dakur festgestellt. Aber das kommt schon noch. Wir müssen die Augen offen halten. Ernsthaft? Jetzt haben wir hier den Tagesblogger. Das gibt's doch nicht. Jetzt habe ich hier ernsthaft den Tagesblogger. Also, das mache ich jetzt so nicht, sondern werde jetzt mal den Tag hier überspringen, weil das ist ja sonst... Sonst kann ich ja jetzt hier überhaupt nicht den weitermachen. Also, ja, naja, was soll's, sind 75 Starcoins, aber das gebe ich gerne aus für euch. So, da warten wir mal kurz ab und dann geht's gleich weiter. So, fertig. Es ist ein neuer, schöner Tag. Genau, da gehen wir wieder zurück hier. Da können wir nämlich gleich weitermachen. Also, wie gesagt, normalerweise mache ich das eigentlich jetzt so nicht. Aber weil das einfach... Ich habe jetzt gerade mal eine Minute hier mit der Quest und das ist irgendwie ein bisschen komisch, ja. Okay, nichts geht über eine kleine Pause. Ich habe mit den Druiden gesprochen und sie haben neue Anweisungen für uns. Bist du bereit? Hoffe, du bist genauso gespannt wie ich. Okay, warte, schaue, beobachte. Okay, hör Alex zu. So, jetzt bin ich... Also gut, meine Freunde. Was wir jetzt tun müssen, ist beobachten, aufpassen und warten. Natürlich fehlt unsere Freundin Anne, aber Fripp und die Druiden suchen schon nach einem sicheren Weg, wie man nach Pandoria reisen und nach ihr suchen kann. Bis wir eine Antwort darauf haben, können wir nicht viel für sie tun. Es fühlt sich schrecklich an zu warten. Es ist so unerträglich, dass unsere Freundin dort ist und wir nichts dagegen tun können. Ich weiß, wie schrecklich es dort ist. Glaube mir, wenn ich sage, dass jede Sekunde, die man dort verbringt, die reinste Qual ist. Oh Gott. Ich weiß, Lisa, ich weiß, aber das ist das, was Alex und die Druiden sagen. Wir können zurzeit nichts machen. Wir warten und sehen, ob die Druiden einen sicheren Weg finden. Das müssen sie einfach. Aber wenn es zu lange dauert, nehmen wir die Sache selbst in die Hände. Verlass dich darauf. Okay, ich stimme zu, wie auch immer. Es ist an der Zeit zu planen und sich vorzubereiten, während der Feind seine fließenden Machenschaften schmiedet. Wir müssen darauf vorbereitet sein, wenn sie zuschlagen. Sie schneller und härter schlagen. Ach du liebe Zeit. Wir wollen wissen, ob Dakur oder die Nachtreiter etwas Verdächtiges im Schilde führen. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass eine Nachtzeremonie einleiten. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass sie eine Nachtzeremonie einleiten, die die Risse zwischen Pandorias Unwirklichkeit und unserer Realität öffnet. Dann würde der Lauf der Welten aus den Fugen geraten und unkontrollierbar werden. Es könnte den Zusammenbruch beider Welten verursachen. Oder etwas noch Schlimmeres zur Folge haben. Wir wissen nicht, wann und wo sie zuschlagen werden. Wir wissen nicht, wann und wo sie zuschlagen werden. Wie wissen wir auch nicht wirklich. Aber auch das versuchen Fripp
und die Druiden herauszufinden. Okay, wenn wir mehr Informationen von den Druiden haben, können wir eventuell mehr tun. Aber bis es soweit ist, müssen wir beobachten, aufpassen und warten. Natürlich auch Alarm schlagen und handeln, wenn etwas Unerwartetes geschieht. Ich habe letzte Nacht ein wenig herumspioniert und konnte ein paar geeignete Aussichtspunkte finden. Ich habe den Beobachtungsmeister über die momentane Situation informiert. Er und seine Agenten, die Streifenhörnchen und alles andere, was auch immer das heißen möge, sind in höchster Alarmbereitschaft und informieren uns, wenn sie auf etwas Interessantes gestoßen sind. Linda, ich dachte, dass du unsere Verbindungsperson sein könntest und von der Bibliothek aus den Druiden Textanalysen liefern könntest. Wir berichten dir alles, Linda, und du bist wohl am besten damit aufgehoben, den Druiden beim Studieren der Schrift zu helfen. Okay? Ja, Alex. Ich mache mich an die Bücher, warte auf eure Berichte und verfolge eure Beobachtungszeitpläne. Ihr werdet immer wissen, wo ich sein werde. Wir sehen uns in der Bibliothek des Weingartens, falls ihr mich braucht. Ich, Abigail und du, Alex, sind also draußen auf dem Feld, richtig? Korrekt, Lisa. Brillant. Gut. Ich denke, wir sind dann bereit zu starten. So, okay. Alles klar, jetzt müssen wir hier mit Alex sprechen. Okay, ich habe die Karte mit all den markierten Beobachtungsorten hier. Ich denke, Beobachtungsort Nummer 42 ist perfekt für dich, Abigail. Es ist ein schöner Aussichtspunkt mit Blick auf das Meer und du hast gute Sicht auf das Darkor Hauptquartier. Du bekommst auf jeden Fall mit, wenn jemand von Darkor mit dem Boot auf dem Wasser zu uns ist. Boah, ist das irgendwie unheimlich. Aha, du hast kein Fernglas. Okay, du brauchst auf jeden Fall eins, wenn du richtig sehen willst. Du kannst dir meins ausleihen, wenn du willst. Ich habe sehr viele auf Lager. Okay. So, da. Warum bekommen wir eigentlich immer so wenig Erfahrungspunkte hier? So, brauchst du ein Fernglas. Sehr schön. Okay. Hier, du kannst sie ausleihen, solange du willst. Du kannst sie mehr als einmal benutzen. Okay, alles klar. Danke für die Info. Okay, du kannst auf der Karte sehen, wo du hin sollst. Es ist ein schöner Ort in der südwestlichen Ecke der Koppelinsel. Du weißt schon, südlich von Jarlaheim in der Erndefeld-Provinz. Okay, reite zum Beobachtungsort Nummer 42 und schaue durch das Fernglas. Oh, schön. So, wo ist denn das jetzt hier? Wo bin ich denn jetzt hier überhaupt? Da, okay. Wo muss ich denn da denn jetzt hin? Ach so, hier. Hey, ist das hier? Die Koppelinsel. Gut, ich würde sagen, dann reiten wir mal zur Koppelinsel und, keine Ahnung. Ja, zur Koppelinsel halt. So, mal sehen. Ich weiß jetzt nicht. Koppelinsel, war das hier so eine, hier oben. Nee, war das das? Nee, das war das nicht. Das war die Druidenkoppel, ja. Jetzt bin ich natürlich überfragt, wo ich hin muss. Okay, ich suche das mal eben ganz kurz und dann haben wir doch schon hier die Koppelinsel. Okay, alles klar. Ach, Mensch, Abby. So, okay, hier glitzert irgendwas. Ich glaube, das sammle ich mal ein. So, okay, also hier müsste das jetzt sein. Oh, das sieht einfach geil aus hier mit diesen Nordlichtern. Muss ich wohl hier hoch, oder wie? Ich schau mal hier oben nach. Hier, genau. Okay, alles klar. Ach so, okay, ja. Ich muss jetzt das Fernglas hier. Wo ist denn das jetzt? Ah, hier. Gut. So, jetzt bin ich ja mal gespannt. Meer observieren. Meer mit H geschrieben. Die meinen eigentlich mit 2 E. Was sieht das denn hier aus? Was ist das denn hier? Jetzt kommt bestimmt gleich. Die heutige Observation scheint nicht viel zu bringen. Oh, was heißt das jetzt? Jetzt kommt der Tagesblocker bestimmt.
Okay, ein nicht wirklich ereignisreicher Tag. Ich komme morgen wieder, aber Moment. Oh, okay. Okay, wer heult hier so? Scheint, als ob jemand um Hilfe schreit. Ach du Liebes. Was passiert hier? Wer ist das denn? Das ist doch hier. Oh, wie hieß denn die? Wie hießen die hier? Sonja, genau, Sonja war das. Hilfe, du bist es, Abigail, mein Freund. Ich bin es, Sonja. Okay. Wie schön, dich zu sehen, Schnüffel. Oh. Du hast keine Ahnung. Au, au, au. Ich habe solche Kopfschmerzen. Eigentlich tut es überall weh. Lass mich dir davon erzählen. Oh je. So, okay, das machen wir natürlich nicht jetzt, sondern das machen wir dann in der nächsten Folge, weil das Video geht ja jetzt schon, ja, ungefähr 10 Minuten, 11 Minuten oder so. Und ja, ich bin gespannt, was sie uns denn hier zu erzählen hat. So, okay, ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ich weiß, dass die Questfolgen nicht so gut ankommen wie jetzt so andere Videos, aber ich hatte ja gesagt, ich werde die trotzdem natürlich hochladen, weil für die, die eben das zum Beispiel hier nicht spielen oder eben gerade angefangen haben oder wie auch immer. Ja. So, okay, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video oder eben dann im Livestream oder in der nächsten Questfolge wieder. Und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag ab morgen, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und ja, bis bald, ihr Lieben.